Mitten in Berlin am Brandenburger Tor wurden die Sterne des Sports in der DZ Bank verliehen. Auszeichnung für 18 Sportvereine aus ganz Deutschland für deren gesellschaftliches Engagement. Gastgeber der Sterne des Sports, der Deutsche Olympische Sportbund, die Volksbanken Raiffeisenbanken und Bundespräsident Joachim Gauck. Sie wissen, wie wichtig die Auszeichnung für engagierte Menschen ist. Es ist natürlich eine große persönliche Anerkennung für die vielen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort in den Vereinen sich um diese Projekte kümmern. Das sind häufig persönliche Ideen, die umgesetzt werden. Und wenn man heute hier in Berlin im Beisein des Bundespräsidenten sein Projekt ausgezeichnet bekommt, dann ist das natürlich ein großes Hochgefühl, eine besondere persönliche Anerkennung. Und es kommen immer wieder neue Ehrenamtliche hinzu, es kommen neue Ideen hinzu, neue gesellschaftspolitische Felder, die sich der Sport erschließt. Und deswegen ist mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung dieser Größenordnung mehr als angebracht. 500 Gäste, über 100 Journalisten, die großartige Kulisse zu Ehren der Breitensportler. Zu einer Gruppe zu gehören, miteinander in einem fairen Wettbewerb Kräfte zu messen, dass das gesellschaftliche Bindungen schafft. Es ist auf den ersten Blick Spiel und auf den zweiten Blick ist es Gestaltung von Gesellschaft. Wir gehören zueinander und wenn wir miteinander kämpfen, dann achten wir Regeln und üben Fairness ein. Die spannendste Frage aber blieb, welcher Verein würde als Sieger ausgezeichnet werden? Der große Stern des Sports in Gold 2012 geht an SV Eintracht von 1898 Hannover. Das Projekt Aktiv aus dem Stimmungstief in Hannover bietet Sport für Menschen mit Depression oder Burnout außerhalb der Klinik an. Gemeinsam mit Gesunden, leichtes Ausdauertraining im Verein. Und so zurück in ein normales Leben. Dieser Tag ist wirklich ein unheimlich schöner Tag. Und jetzt pocht es noch ganz, ganz doll. Man könnte es eigentlich klopfen hören. So pocht es. So richtig toll. Platz 2 für den Fußballverein Blau-Weiß Spandau in Berlin, der Jugendliche durch die Schulzeit bis in den Beruf begleitet. Und Dritter? Der Betriebssportverein AOK Leipzig. Sport- und Sprachtraining für Erwachsene und ältere Migranten 50 plus. Damit auch die 9. Preisverleihung der Sterne des Sports ein großartiger Erfolg. Die Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Motivation für herausragendes gesellschaftliches Engagement.